doch überrascht, wie unmutig dieses Wahlprogramm ist. Offensichtlich ist bei einer Union ohne Angela Merkel das große Ganze irgendwie aus dem Blick geraten und man guckt jetzt nur noch auf Teile der Gesellschaft und nimmt gerade die starke Breite der Gesellschaft, diejenigen, die tagtäglich zur Arbeit gehen, alles dafür tun, dass das Land beieinander bleibt, nicht in den Fokus. Seitdem das Programm vorliegt, will offensichtlich so weitermachen wie bisher, nach dem Motto Augen zu und durch. Mich überrascht ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass die Union sich entschieden hat, jetzt mit Herrn Laschet an der Spitze für ein Wahlprogramm, das sehr unsolide aufgeschrieben und finanziert ist. Hallo zusammen, unsere herzallerliebste Annalena Baerbock überrascht immer wieder aufs Neue. Nun, da sie in den Umfragewerten ja immer weiter fällt, nimmt sie sich die CDU vor und macht sich Sorgen um deren weiteren Verbleib an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland. Ein unsolides Wahlprogramm könnte der CDU schaden. Ja, das glauben wir, Herr Annalena, dass sie sich da wirklich Sorgen macht. Es scheint ganz so, als wäre es so, dass nachdem der Traum von der Kanzlerschaft einer grünen Politikerin ausgeträumt ist, dass nun der Traum vielleicht doch eines Vizekanzlers und Außenministers unter der CDU das neue Ziel ist. Und man befürchtet, dass auch dieses Programm ja vom Winde verweht werden könnte. Möglicherweise spielt auch der infantile Wunschtraum einer kindlichen Annalena Baerbock da etwas mit in die Karten. Muttis Mädchen zu sein wäre vielleicht die wirklich beste Rolle, die ihr im Augenblick noch einfällt. Wir meinen, liebe Annalena Baerbock, nach unten ist noch immens viel Platz. Aber du bist auf dem besten Weg, auch da das Ziel, das Limit zu erreichen. Leute, es ist alles wunderschön anzusehen. Keiner weiß so recht mehr, wohin. Es bröckelt, es bröselt, es wird. Auch wenn die Sonne nicht mehr scheint, es wird wieder besser. Der Klimawandel macht's möglich. Mal regnet's, mal schneit's, mal hagelt's, mal gibt's viel Wasser, mal wenig. Es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.